Hui, das ist aber ein ganz schön langer Weg. Bin glücklich, dass ich nicht diese Treppen gehen muss. Oh. Bla bla bla. Do not waste your life. Can I beat him without the sword, Hoji? You're dead either way. I trust this fuck like I trust a condom in a teenager's wallet. Okay, so what do we do? Ein guter Vergleich. I can't remember anymore, but I made a promise. Also ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass hier ein Kampf stattfindet, aber hier tut sich irgendwie nichts. Also, weiter. Und noch mehr Treppen. Meine Güte, wäre ich schon aus der Puste, wenn ich das gehen müsste. There she is. Amiona. She's lived here her whole life, weeping so that we might prosper. Oha. Now, the creature you made to comfort you will take your life. Destiny cannot be tricked. I tried to protect you, but you give me no choice. You will be remembered as the one who saved us. Ah ja, Hoji hat es doch noch drauf. Hoji, there is no other way. I beg to differ. This is not right. We all fear death. Oh, I don't mind dying, brother. What I mind is dying for you. What are you doing? What I was born to do. Break the rules. Hoji, no! Jetzt ab. Arrogant? Maybe. But foolhardy? I see you more clearly than I ever have. Oh, Hoji, ich glaube, dir geht's nicht gut. Hoji, you gonna be all right? Oh, I think not. There's a fire eating me from the inside. What the hell were you thinking? You made me a promise, and I'm going to make you keep it. Besides, did you see the look on Enma's face? Like someone took a dump in his cornflakes. I wouldn't trade it. So, wo ist er? Don't let him take the sword away. He can't hide from this. Ach, Hoji. Und weg ist er. So, was ist das für ein... Naja. Wir müssen wohl zu Enra und ihn platt machen. Ich schätze mal, genau für diesen Zweck ist auch diese große Fläche hier gedacht. Medipack wäre ich mal nicht schlecht. So, wo bist du? Wo, wo, wo? Oh, was kommt denn da wieder an?
Hallöchen! Ja, das bringt ja nichts. Er droppt Muni. Den nehme ich mit. Danke. Nochmal. Danke. Oh oh. Oh. Willst du mich verarschen? Und dann kann man ja auch weisen, was man will. Das trifft einfach hin. So. Den Scheiß. So, heilen. Nur mal. Ja, klar. Ey, Mann. Dann hebst du bitte die Munition auf. Danke. Oh oh. Oh, da sind noch Raketen. So. Oh, warte, was war denn das? Ja, klar. Nein, heilen bitte, danke. Ja. Ha, bin voll daneben. Na komm schon, geh in die Knie. So. Ich hoffe mal, das trifft. Ja, aber das... So, komm schon. Ja, das war ja aber wohl doch getroffen. Das war ja auch getroffen. Willst du mich verarschen, ey? Ja, toll. Ein Schuss angesetzt. Das war ja echt kacke. Ja, lass das, lass das. Nein, au. Das ist scheiße mit der Keule, die hängt immer genau davor. So. Da trifft man aber auch scheiße hin. So, richtig scheiße. Mann ey. Ein bisschen Munition. Danke. Ja, das nehmen wir auch mit. Uiuiui. So, einstecken, einstecken. Oh. Na, spreng zur Seite. So, und es kann wieder weitergeballert werden, wenn ich mal ein bisschen mehr dran bin. Sonst hat das nicht viel Sinn mit der Knarre. Ja, klar. Lass den Blödsinn. Willst du dich nicht mal ein bisschen anders hinstellen, dass ich mal vernünftig auf die Seite hier ballern kann? Ja, mach wieder deinen Scheiß hier. Ach, gehst du mir am Arsch gerade? Ja, ja, komm ein bisschen näher ran, das ist sehr gut. Ja. Halten wir da noch mal rein anständig. So. So, und damit ist noch ein Teil übrig. Aber ich brauche wieder Munition. Na, was magst du? Das magst du. Alles klar. Das ist kein Problem. So, noch mal die Nase kratzen und jetzt kann es weitergehen. Ha! Das ich aber auch nicht gut, nein, ich muss hier auf die andere Seite. So, hier geht's gut, hier geht's gut. Ja, reingeballert da. Ja. Ach,
so knapp, so knapp. Und ich habe nicht mehr viel Munition, merke ich. Ich brauche Muni. Ja, nicht Raketen. Upsi, Muni. So, wir sind wieder ausmunitioniert. Jetzt kann es weitergehen. Nein, 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 nein. Na, komm schon. Yeah. So, gleich auf seine rechte Seite. Und rein da. Ja. Walk softly and carry a sword of legendary power. So. Und weg bist du. No. No. This cannot be my brother. Hey, wieso steht er wieder auf? So war das nicht geplant. Ha! You are dead. Wohin jetzt? Wieder zurück? Nö, kann ich nicht. Wieder in den Tempel? Das wäre eine Möglichkeit. Ja, schöner Schritt. Ja, sieht so aus. Wieder in den Tempel. Ja, ich habe keine Ausdauer mehr. Also ist langsames Gehen angesagt. Chillig. Reinspaziert. Und alles auf die ganz coole Tour machen. Ach, Hoji ist wieder da. Was happened? Where's Enra? I killed Zing. His body, anyway. Good. Then it's done. It's not done. Nothing's done. I don't know where he is, and I don't think we have time. I chose you because you could handle a sword. And because I thought I could handle you. That you were strong of body, but not of mind. But I was wrong, Luwen. You came back for me to fight a battle that wasn't yours. You've already won. But Enra, you've already won. Ah, oh, the Whisperer. You
Tenma and his world of obedience, of slavery. You choose solitude? I'll give you solitude, and poor Singh will seal this wretched bargain. My heart splits, but there is no other way. I will always remember the day that led me to you, and that is why I must bury your memory. I will not behold my pain. I will die free. Alles klar. Naja, nicht so wirklich, aber ich sag's mal so. Mercy, Lo Wang. If this is victory, then you and my brother have won. So, was passiert jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ich schon das ganze Spiel über. Einfach keine Ahnung, was abgeht. So, ich schätze mal, das ist Killtime angesagt. Was wäre, wenn ich jetzt einfach gehe? Ginge das? Wäre das eine Option? Hm. Naja. Draufgeschissen. Hier ist hin. So, also schätze ich mal wieder raus aus dem Tempel und gucken, was draußen abgeht. Wer liegt hier? Ach, Hoji mit der einen da, wo ich mir der Name jetzt nicht einfällt. Ist das hier jetzt so seine Schwester oder was das war? Oh, wir sehen wieder mal Lo Wangs Gesicht. Nach langer, langer Zeit. Und Hoji ist weg. Und ich schätze diesmal ohne Rückkehr. Maus, was machst du hier? Oh, das ist das Ende. Da läuft der Abspann. Und ja, was sage ich zu dem Spiel? Ein bisschen zwiegespalten bin ich mit meiner Meinung über dieses Spiel. Was man dem Spiel halt mal als gut ankreuzen kann, da die Kämpfe, die waren richtig gut gemacht. Also gerade mit dem Katana, also Nahkampf aus der Ego-Perspektive machen, das bringt nicht jeder so recht hin, aber hier war das gut gemacht. Das muss man eben mal lassen. Grafik für so ein kleines Entwicklungsstudio nicht schlecht, muss man sagen. Also die war richtig gut. Ja, jetzt sag mal nicht auf Battlefield 4 Niveau oder irgendwas in die Richtung, aber vom Artstyle und so von der Grafik her ganz gut.
Was gab's noch? Was gab's noch? Was gab's noch? Ach ja, Hoji als Charakter, also Hoji und Luwang als Charakterpärchen sozusagen. Die haben auch gut funktioniert, also die Gespräche zwischen den beiden, die waren eigentlich immer ganz witzig gemacht. Und ja, jetzt zu dem Negativen. Was mir besonders negativ aufgefallen ist, war der zweite Akt, also wo man auf der Suche nach dem zweiten Teil des Schwertes ist, wo man dann hier am Hafen und in Fabrikgebäuden und weiß Gott wo herumläuft, das hat sich ganz schön in die Länge gezogen. Also da würde ich sagen, da hätten sie ruhig ein paar Stunden rausnehmen können, dann wäre das insgesamt ein besseres Spiel geworden. Also wirklich so nach dem Motto, weniger ist mehr. Aber ja, aber das war's eigentlich schon. Ja, die Story war jetzt für mich zumindest ein bisschen verwirrend und auch nicht so wirklich ausschlaggebend, was das ganze Spiel jetzt angeht. Also ich glaube, deswegen spielt man das auch nicht, da man eine packende Story haben will. Aber ja, sonst noch irgendwas, was mir einfällt? Fällt mir noch was ein? Also wie gesagt, Pluspunkte, Gameplay, also die Kämpfe, die Grafik, auch ein großer Pluspunkt, und die Beziehung zwischen Hoji und Wein war auch sehr gut. Negativpunkt, es hat sich wirklich zu sehr in die Länge gezogen und die Story war eher belanglos, muss man jetzt sagen. Aber ja, damit würde ich sagen, den Abspann werde ich jetzt noch zu Ende laufen lassen, aber ich sage jetzt schon tschüss und auf Wiedersehen. Natürlich, wie ich schon des Öfteren betont habe, wer ein Like oder einen Kommentar hinterlassen kann, kann das natürlich gerne machen. Und ja, wir sehen uns dann bei meinem nächsten Projekt, welches dann auch, vielleicht läuft es jetzt schon, vielleicht erst dann in den nächsten Tagen, wer weiß, werden wir sehen. Aber ja, bis dahin sage ich tschüss, auf Wiedersehen und man sieht sich.